Yo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Disney's Dreamlight Valley. Ich freue mich auf die nächste Folge und wir sollen den Ding einen Sinn geben, mit Dagobert Duck sprechen und das werden wir jetzt tun. Wir haben ja in der letzten Folge den Stand für Goofy wieder aufgebaut und uns ein paar Sachen gekauft mit Dreamlight und jetzt würde ich sagen, starten wir rein. Let's go! Hallo! Gut gemacht, Jens. Goofys Laden hat wieder geöffnet. Also kannst du dir etwas dazu verdienen. Wenn du bereit bist, in meine große Wiedereröffnung zu investieren, kannst du einfach das Schild neben meinem Laden verwenden. Freundlichen Dank! Okay. Verdiene Sternenmünzen, um Dagobert Ducks Laden zu reparieren. Wir brauchen 1000 und haben 690. Na, das dürfte kein Problem sein. Als allererstes können wir ja hier Dorn wegmachen, ne? Die brauchen wir ja auch, damit wir wieder die Quests im Brunnen abschließen können. Na, dann würde ich sagen, wissen wir, was heute unsere Tagesaufgabe ist. Das Eichhörnchen möchte auch was haben. Kann was kriegen, kein Problem. Ist ja auch eine Quest übrigens. So, 707 haben wir jetzt schon. So, was hat es denn hier? Das ist irgendwie Basilikum oder sowas, ne? Kräuter zum Kochen. Naja, hier haben wir jede Menge Dornen. Wenn wir die weg haben, dann dürfte das Geld ja eigentlich schon drin sein. Wir haben ja auch schon ein paar weggemacht, ne? Wir könnten ja eigentlich auch bei Goofy was verkaufen. Und gleich gucken wir mal in die Truhe rein. Wir hatten ja auch in der letzten Folge noch ein Säckchen gefunden. Ne? Das müssen wir ja auch noch aufmachen. Ehe ich das vergesse, werde ich das gleich mal tun. Ach, hier ist es ja. Betonschreibtisch mit schwarzem Sockel. Na, warum nicht? Nice. So. Wie viel haben wir jetzt? 757. Machen wir die noch weg auf jeden Fall hier, ne? Und dann gehen wir mal bei Goofy gucken, was wir bei dem verkaufen können. Die ganze Sache hier gleich aufgeräumt, ne? Was haben wir da? Ach, hier können wir schippen. Gut, das könnten wir eigentlich auch gleich mal machen. Kohle haben wir bekommen. Und wollen wir hier was ansehen? Da kommt eine Möhre. Wir könnten das Loch auch einfach zuschütten, ne? Gut, ich lege die Schippe wieder weg. Arbeiten wir lieber mit der Hand weiter. Ansonsten sehen wir überall diesen gelben Punkt und das wollen wir ja nicht. Der gelbe Punkt ist ja dafür da, dass wir sehen, wo wir buddeln können. Ich würde sagen,
Wir gehen dann gleich mal zu Goofy und verkaufen ein bisschen was. Oh. Ja, hier können wir auch noch die Steine wegmachen, ne? Mit der Spitzhacke. Ah, das kostet jede Menge Energie. Da müssen wir was futtern. Wie viel kriegen wir von Himbeeren? Ja, das geht. Banane. Ja, noch besser. Dann würde ich sagen, noch ein Apfel hinterher. Genau. Gleich mal schön Steine sammeln. Würde ich sagen, machen wir die noch weg hier. Nehmen uns die Truhe noch mit. Ach, das Inventar ist voll. Gut, dann verkaufen wir doch erstmal was. Planänderung. Hallo Kumpel. Hallo Goofy. Kaufen möchte ich was. Verkaufen möchte ich. Verkaufen. So, was haben wir hier? Das sind die Rezeptbücher. Die verkaufen wir erstmal nicht. Möhrensamen haben wir jede Menge. Da kriegen wir für eine Tüte 5 Münzen. Ja, eigentlich können wir alle 15 verkaufen, ne? So, sind schon mal 75. Dann die Himbeeren. Würde ich auch sagen, weg damit. Da bekommen wir 21 Münzen für 1, ne? Gut, das sieht doch gut aus schon mal. Und den Fisch. Ja, den können wir uns wieder angeln, ne? Kein Problem. So, was ist mit der Erde? Oh ja, das lohnt sich. 50 für 1, ne? Ne, für beide. Also ist das doch der Gesamtpreis. Ich dachte, das ist einzeln. Gut, die Blumen können wir auch verkaufen. Können wir jederzeit wieder sammeln. Kein Problem. Ach, ich würde sagen, das reicht erstmal. Ne? Hier ist noch eine Blume. Den Salat behalten wir uns mal und die Kräuter auch. Kohle. Ja, können wir uns eigentlich auch wieder besorgen. Ne? Die kriegen wir ja auch immer aus den Dornen und überall her. So, dann haben wir 996. Das reicht. Sehr schön. Dann können wir also investieren in Donalds Laden. Ich sag immer Donald, nicht? Ich verwechsel immer Donald mit Dagobert. Sollte ich mir mal einprägen. Hallo Freund, womit kann ich behilflich sein? Schon gut. Oho. Wir haben alles, was wir brauchen. Okidoki, du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Na dann, wir sehen uns. Kann Goofy wieder angeln gehen. Und wir snacken uns mal die Truhe hier. Haben wir uns eigentlich... Was ist denn das hier? Ach, so eine Scherbe ist das. So, dann gucke ich noch mal, ob wir oben die Truhe auch mitgenommen haben. Bin ich mir schon wieder nicht sicher, ne? Was ist das? Das scheint auch was Neues gewesen zu sein. Die Steine hier, kann ich die noch aufsammeln? Aufheben, jawohl. Da waren die Taschen schon voll. Sehr nice. Was ist denn das hier? Ah, das ist ein Erz hier, ne? Aber da kommen wir später dazu, würde ich sagen. Die Truhe hier, die haben wir mitgenommen, ne? Ja, schade, dass wir das alles aufheben müssen, dass das nicht ins Inventar droppt, wenn wir das erst nicht eingepackt haben, ne? Das macht sich auch manchmal ein bisschen hakelig. Aber gut, da können wir drüber weggucken. So,
So, würde ich sagen, ab zu Dagobert. Einen schönen Tag noch. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Den Dingen einen Sinn geben. Wie repariere ich den Laden? Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Wenn du bereit bist, in meinen Shop zu investieren, kannst du einfach das Schild daneben verwenden. Gut, das hat er uns ja schon gesagt. Gut, stellen wir uns mal nicht so dumm und sagen okay. Du wirst mein Schild neben den meisten Immobilien im Tal sehen. Berühre einfach das Schild, wenn du in die Immobilie investieren möchtest. Und ich komme zu dir. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, wir sehen uns so schnell wie möglich. Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, schon wieder. Bist du bereit zu investieren? Sobald ich den Laden eröffne, gibt es jede Menge Möbel und Kleidung zu kaufen. Du kannst mir vertrauen, oder mein Name ist nicht länger Dagobert Duck. Lass uns den Laden eröffnen. Endlich, die große Eröffnung. So, das hätten wir. Und dann... Sei gegrüßt, Nachbar. Hallo, Dagobert. Das vierte Mal. Oh, und eine gute Investition muss sich natürlich lohnen. Diese Münzen sind für dich. Kauf dir etwas Schönes. Ja, 400. Schon großzügig. Haben wir im Endeffekt 600 ausgegeben. Komm herein, sieh dich um, Jens. Wenn du nichts siehst, das du kaufen möchtest, dann sag mir Bescheid und wir nutzen mein patentiertes Liefersystem. Freundlichen Dank. Kaufe etwas in Dagobert Ducks Laden. Ein hübsches Kleid, ne? Das wäre doch was für uns. Nein, natürlich nicht. Wir sind ja ein Mann und keine Frau. Ein hübscher Hut, aber 10.000. Oh Mann, das ist ein Halsabschneider. Das ist ein Baseballcap, das könnten wir uns theoretisch kaufen. Schicke Schuhe, ne? Aber wir gucken uns erstmal weiter um. Ja, so eine schöne Latzhose, auch nicht schlecht. Die Kasse, können wir die auch kaufen? Natürlich nicht. Lol. Hier ist Dagobert safe, ne? Wo er immer im Geld badet, wahrscheinlich. Da würde ich auch mal gerne drinnen baden. Was ist das hier? Oh, ein Schreibtisch, ne? Nee. Das ist eine Werkbank, oder? Ja, wir können uns auch Truhen bauen. Das habe ich schon vermisst. Dreamlight können wir uns herstellen. Ach, aus den Traumschirmen, okay. Nice. Gut zu wissen erstmal. Okay, das können wir hier quasi herstellen. Also es ist eine Werkbank. Dreamlight könnten wir uns herstellen. Rustikale Holzkiste. Schwerer Holztisch. Swimmingpool. Rechteckige Bodenfläche. Und eine runde Kopfsteinpflasterstraße. Ja, könnte man machen. Weißer Bambuszaun. Unheilvolle Kopfsteinpflasterstraße. Was brauchen wir dafür? Okay, da brauchen wir Erde. Die haben wir gerade verkauft an Goofy. Nicht schlimm. Können wir später immer noch dazu kommen. Hier ist ein Spielautomat, ne? Einen schönen Tag noch! Modern, zwanglos Spielzimmer. Der kostet bloß 250, aber das ist bestimmt bloß eine Attrappe, oder? Du interessierst dich für diesen Gegenstand, oder? Spielautomat. Eine schöne Anschaffung für jemanden mit gutem Geschmack. Ja, das ist doch bestimmt bloß Deko. Oh! Aber ich musste den jetzt einfach kaufen.
Wir hätten vielleicht noch... Freundlichen Dank. Das Muster ändern sollen, ne? Ein Computer. Das ist wahrscheinlich alles nur Deko, ne? Ich weiß es nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber... Wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben über 1000, ne? Schöne Kaffeemaschine. Das sieht auch schick aus, ne? So, dann gehen wir mal hoch in den oberen Bereich. Mal sehen, was er da noch versteckt hat. Da kommen wir gar nicht hin. Warum nicht? Okay. Der ist ja auch günstig, ne? Warum ist denn dann der Hut so teuer, Leute? Können wir das hier auch kaufen? Nee. Hier ist eine Truhe. Hey, ich habe einen Job für dich. Nice, da haben wir schon wieder zwei Säckchen zum Öffnen. Das machen wir im Laufe der Folge. So, hier können wir auch nicht raus oder so. Nehmen wir die Latzhose noch mit. Weiß ich nicht. 10.000, ne? Warum ist das Ding so teuer? Ist hier auch was versteckt? Jawohl. Nice. Juhu. 100 Münzen. Ach komm, wir nehmen den Computer noch mit, Leute. Und eventuell auch die Kaffeemaschine. Du interessierst dich für diesen Gegenstand, oder? Desktop-Computer. Eine schöne Anschaffung für jemanden mit gutem Geschmack. Na gut, dann können wir vielleicht coole Let's Plays damit machen. Mal schauen. Aber hier steht, ne, das ist irgendwie... Ralf Reichts, das kenne ich nicht, ne, aber... Vielleicht ist das aus irgendeinem Disney-Film oder Serie, keine Ahnung. Da bin ich nicht sehr gut bewandert drin. Ne? Ich kenne so Comics von früher und Dagobert, Donald und Goofy kenne ich natürlich alle. Aber so das ganze Neue, ne? Das ist... Auf Wiedersehen und bis bald. Da bin ich nicht mehr so auf dem Laufenden. Ne? So, was hat er denn für einen Job für uns? Einen schönen Tag noch. Ja, hallo. Du wirst es nicht bereuen. Eine hervorragende Investition, Jens. Ah. Schau am besten öfter mal in meinem Laden vorbei. Ich bekomme jeden Tag neue Waren. Das ist ein kluges Geschäft, immer etwas Neues zu kaufen. Wie kann ich mir alles leisten, was ich will? Na, das wissen wir eigentlich. Na, wir klicken es trotzdem mal an. Verkaufe einfach weiter deine Waren an Goofy. Dann wirst du nie pleite gehen. Okay, wir haben ein neues Level erreicht, die maximale Energie erhöht und eine Belohnung bekommen. Wahrscheinlich ein Bild oder so, ne? Sehr nice. Ja. Den Dingen einen Sinn geben. Vollständig. Vielleicht geht es jetzt endlich aufwärts. Dagobert Ducks große Wiedereröffnung. Neue Aufgabe. So, was müssen wir denn da tun? Einen schönen Tag noch! Dagobert sprechen. Ach Jens, ich habe mir gerade meine Quartalzahlen angesehen. Uff, sie sind katastrophal. Ich bin am Ende. Soll ich später wiederkommen? Was ist los? Fragen wir. Im Moment so einiges. Der Laden ist geöffnet, aber ich habe keine Kunden. Wenn ich nicht schnell handle, ist mein Vermögen verloren. Was brauchst du? Also, als allererstes müssen wir die Bewohner von Dreamlight Valley wissen lassen, dass mein Laden wieder geöffnet ist. Ich könnte dir helfen, Werbung zu machen. Das wäre fantastisch. Ich würde es ja selbst machen. Aber ich bin Dagobert Duck. Die Leute sehen mich als Stütze der Gesellschaft. Hallo.
Ich kann mich im Dorf nicht wie eine wandernde Werbetafel zeigen. Ja. Für diese Aufgabe bist du besser geeignet. Na, danke schön. Ziehe ein Outfit an, mit dem du durch das Dorf gehen und für meinen Laden werben kannst. Okay. Auf Wiedersehen und bis bald. Neue Kleidung freigeschalten. Dagobert Ducks Oberteil. Na, dann wollen wir uns das gleich mal anziehen, oder? Nee. So, Garderobe, T-Shirts, Oberteile. Gut, schön. Haben wir noch eine andere Hose? Die passt irgendwie dazu nicht. Das sieht irgendwie so wie gewollt und nicht gekonnt aus. Die haben wir jetzt an und die wird auch nicht viel anders sein, ne? Das ist eine Hipsterhose, oder? Eine Röhrenjeans. Ja, komm, ziehen wir die mal an. So, bei den Brillen hatten wir auch neue Sachen, ne? Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Passt auch ein bisschen besser zum T-Shirt, würde ich sagen. Gut, das Rot würde auch passen, aber egal. Anpassen. Ein Hauch von Magie. Design verändern. Wähle Add New, um ein neues benutzerdefiniertes Design zu erstellen. Du kannst deinen Entwurf später ändern oder entfernen. Nee, komm. So, das machen wir später. Ah, kurze Hosen haben wir auch, ne? Wie sieht denn die aus? Die sind so hochgezogen, die Buchsen, ne? Und das T-Shirt reingesteckt, das sieht irgendwie komisch aus. Aber gut. Hüte haben wir auch schon. Setzen wir uns am besten mal den Angelhut von Goofy auf. Dann sehen wir noch lustiger aus. So, haben wir Handschuhe? Nein. Armbänder? Nein. Röcke wollen wir nicht anziehen. Der rote Rucksack, den haben wir um. Mäntel. Ja, den können wir jetzt nicht anziehen. Dann haben wir ja Dagoberts T-Shirt nicht an. Na, okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal so. Ändere dein Outfit. Ja, hier können wir gleich mal schauen, ne? Bei den Dreamlight-Pflichten können wir einsammeln. Ernte 3 Früchte können wir einsammeln. Fange 3 Fische nicht. Bereite 2 Gerichte zu. Verkaufe 1 Mineral. Das können wir eigentlich auch machen. Baue 5 Gemüse an. Das können wir machen. Und baue 2 Minerale ab. Ernte Himbeeren können wir einsammeln. Ernte unterschiedliche Früchte. Jetzt brauchen wir 6. Ernte Himbeeren brauchen wir 70. Entferne kleine Nachtdorn, brauchen wir noch welche. Bananen auch. Und die anderen auch alle. Und hier geht es noch weiter. Gut. Umso tiefer wir kommen, umso weniger haben wir davon. Angeln. Was haben wir hier? Fange Fische bei der friedlichen Wiese. Können wir einlösen. Ansonsten erstmal nichts. Kochen. Koche auf Früchten basierende Gerichte. Koche mit Gewürzen. Koche auf Getreide basierende Gerichte. Koche ein Sterngerichte oder besser. Gut. Freundschaft. Habe tägliche Diskussionen. Mache Bilder. Schließe Freundschaften. Sehr nice. Haben wir wieder 1150 Dreamlight schon wieder. So, repariere Häuser. Repariere Stände. So, gut, das war's. Dann würde ich sagen... haben wir jetzt erstmal keine Aufgabe. Aber ich würde gerne noch das Erz abbauen.
und auf jeden Fall an Goofy noch verkaufen. Ah, der hat doch auch wieder irgendwas. Baue Peridot ab. Nice. Dann können wir das gleich an Goofy verkaufen. Hier liegt auch noch ein Stück Kohle. Hallo, Kumpel. Hallo, Goofy. Wo haben wir das jetzt? Ach, hier ist es. $200. Nice. Oho. Wir sehen uns. Ich kaufe Mineralien. Fertig. Baue 2 Mineral ab. Bereite 2 Gerichte zu. Entferne Nachtdornen. 4. Baue 5 Gemüse an. Gut, die Nachtdornen und die Gerichte machen wir noch, würde ich sagen. Die Gerichte können wir hier kochen bei... So. Dann kochen wir mal ein Gericht. Einmal Getreide. Einmal Kräuter. 5 Zutaten können wir mal reinmachen, ne? Apfel. Oregano einmal. Und die Banane. Und dann schauen wir mal. Oh, wieder Cracker. Okay. So, dann haben wir die Aufgabe aber erfüllt. Ich liebe schöne sonnige Tage. Würde ich sagen, machen wir das noch mit den Nachtdornen. Holen uns dementsprechend auch gleich ein paar Münzen. So, das ist auch erledigt. Die Kiste würde ich mir noch gerne holen. Zack. So, dann gucken wir mal, was wir alles bekommen haben. Also erstmal lösen wir die Quests hier ein. Das haben wir, das haben wir. Nice. Gut. Dorf. Schließe Dreamlight-Pflichten ab. Das sieht doch gut aus. Und Bergbau. Baue Peridot ab. Sehr schön. 1850 Dreamlight. Können wir uns davon was kaufen? Wie war das jetzt? Muss ich selber nur wieder erstmal schauen. Sammle Dreamlight, um das Traumschloss zu öffnen. Ah, wir haben 1,8 und wir brauchen 2000. Gut, dann können wir das ja in der nächsten Folge eröffnen. Was haben wir jetzt hier? Zeig Dagobert Duck dein Outfit. Okay, das können wir ja auch schon abschließen. Wir gucken mal. Ich wollte mal gucken, was wir jetzt für... Dreamlight. Sammeln, warte mal, lang. Gut, Event. Mondstein. Hier brauchen wir Mondsteine. Verkaufe Gerichte. Baue Topase ab. Beginne Diskussion. Hebe Früchte auf. Sammle Sternenmünzen. Ach, ich glaube, wir müssen zum Brunnen, ne? Schenken. Das war das Eichhörnchen. Können wir wieder kochen.
Gut, mit U machen wir dasselbe, was wir am Brunnen machen. Aber wo war denn jetzt? Wo konnte ich mir denn jetzt? Wir konnten uns doch Sachen kaufen, ne? Ah, okay, hier war das. Gut, wir haben 4 Münzen, da können wir uns eh nicht viel kaufen. Also so, solche hier, ne? Diese Pixar-Festmünzen oder wie sich das auch schimpft. Wir haben ja hier schon einiges geholt. Gut, das können wir auch später machen, ne? Ja, 5 brauchen wir mindestens. Okay, das wollte ich wissen. Also bei Event ist das, bei Belohnung. Okay. Aber wo zum Teufel kriegen wir denn diese Dinger hierher? Ah, okay. Ah, guck mal an, die können wir uns wiederum mit diesen Monddingern hier kaufen. Ah, gut zu wissen. Was ist das hier? Wäre nicht schlecht, wenn das da stehen würde, ne? Hier können wir uns noch gar nichts kaufen. Hol dir mindestens 3 oder der 7 Belohnungen von Seite 2, um diesen Bereich freizuschalten. Ach so, okay. Gut. Aber das können wir später machen. Wir öffnen jetzt noch unsere Säckchen, die wir eingesammelt haben. 4 Stück insgesamt. Klassische Goldreifen. Ohrringe, wie es aussieht, ne? Oder? Fürs Handgelenk. Nee, fürs Ohr, wie es aussieht, ne? So, der nächste bitte. Lockeres blaues Hemd, das sieht bestimmt nice aus. Blaues, trägerloses Kleid mit Herzausschnitt. Nichts für uns als Mann, glaube ich. So, der letzte Sack. Oh, eine quadratische Goldanhängerhalskette. Das ist doch mal nice. Ich glaube, die ziehen wir uns auch gleich mal an. Das ist doch mal nice. Sieht doch schick aus. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz zu Dagobert. Aber wir können nicht schnell rennen. Ne? Nee, das war das falsche Haus. Ja, war schon richtig gewesen. Was mache ich denn? Das ist doch hier Dagoberts Laden. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Einen schönen Tag noch. Ja, du trägst das T-Shirt, wie ich sehe. Du siehst fantastisch wie immer aus. Ganz okay aus. Albern aus. Fantastisch wie immer aus. Das tust du. Ich hätte mir kein besseres Fotomodell wünschen können. Aber was stehst du hier noch herum? Ich weiß schon von meinem Laden. Du musst im Dorf rumlaufen, um die Nachricht zu verbreiten. Wenn du schon mal da bist, könntest du etwas Weichholz besorgen und hierher zurückkommen. Wir müssen ein paar Schilder herstellen. Auf Wiedersehen und bis bald. Suchst du nach Holz? Im Menü Sammlung findest du weitere Informationen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir kümmern uns in der nächsten Folge
erstmal ums Traumschloss, würde ich sagen. Und die Kiste sammeln wir hier noch ein. Da sind 10 Traummünzen drin gewesen. Oder Nachtmünzen. So, gut. Ich würde sagen, wir machen für diese Folge Feierabend. Und setzen uns hier mal hin. Gut, Leute. Das war es für diese Folge. In der nächsten Folge eröffnen wir das Traumschloss. Seid gespannt darauf. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir doch gerne ein Like da und zeigt es mir damit. Kommentiert auch gerne. Und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Dann könnt ihr auf meinem Kanal nichts Neues mehr verpassen. Und wenn ihr zusätzlich noch die Glocke aktiviert, werdet ihr sogar über jedes neue Video benachrichtigt. Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Jens.